Wie wir von Tiki und Plek wissen, die Kwami besitzen ungeheure magische Kräfte. Diese Kräfte sind so kolossal, dass es den Kwami häufig schwerfällt, sie zu kontrollieren. Kwami sind in der Lage, einen Teil ihrer Kräfte auf Menschen zu übertragen. So haben einfache Menschen wie Adrien oder Marinette die Fähigkeit, sich in Superhelden oder Superschurken zu verwandeln. Nur deshalb kennen wir Ladybug und Cat Noir. Was würde aber passieren, wenn Adrien oder Marinette ein anderes Miraculous nutzen würden? Welche Kräfte würden sie dann haben? Sag einfach nur, Sass, verwandle mich! Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. Die besondere Verbindung zwischen Kwami und Mensch. Ladybug und Cat Noir wurden nicht mit Superheldenkräften geboren. Sie erhalten ihre Kräfte in der Tat von Tiki und Plek. Die Kwami sind für ihre Transformation unverzichtbar. Sie sind auch ihre treuesten Verbündeten. Kwami sind daher ungewöhnliche Geschöpfe, die in den wundersamen, gewöhnlich aussehenden Miraculous leben. Tiki wohnt im Miraculous des Marienkäfers und Plek im Miraculous der schwarzen Katze. Warum muss der Kwami seine Kräfte an einen Menschen abgeben? Ein Kwami kann seine Kräfte ohne die Hilfe eines Trägers einsetzen. Die Kraft ist mächtiger als die, die die Träger haben, wenn sie die Kräfte der Kwami einsetzen. Es gibt aber ein Problem für die Kwami. Ihre Kräfte sind so außergewöhnlich, dass es für die Kwami schwierig ist, sie zu kontrollieren. Dies könnte zu großen Katastrophen führen. Die Miraculous kanalisieren tatsächlich diese Kräfte der Kwami, sodass sie gut eingesetzt werden können. Somit können wir festhalten, ihre Existenz und ihre Kräfte sind nicht notwendigerweise auf Menschen bezogen. Tiki und Plek. Die Macht der Kwami ist mit einer abstrakten Idee oder einer Emotion verbunden, aus der die Kwami entstanden sind. So wurde Plek geboren, als das Konzept der Zerstörung aufkam. Folglich ist er der Kwami der Zerstörung. Diese Konzepte sind nicht notwendigerweise mit menschlichen Aktivitäten verbunden. Tiki, der Kwami der Schöpfung, wurde lange vor dem Erscheinen der Menschen geboren. Sie wurde bei der Erschaffung des Universums geboren. Genauer gesagt wurde sie zur Zeit des Erscheinens des Konzepts der Erschaffung des Universums geboren. Übrigens, dieses Konzept der Erschaffung des Universums existiert in der Serie schon lange, bevor die Menschen ihm einen Namen gaben. Darüber hinaus können Tiki und Plek ihre Macht in ihrer abstrakten Form nutzen. Sie brauchen also keinen Menschen. Zum Beispiel verursachte Plek mit seinem Kataklysmus das Aussterben der Dinosaurier. Du hättest mir doch wenigstens ein Stück Camembert mitbringen können. Hier für dich, Plek. Was passiert, wenn ein Miraculous zerstört wird? Wenn schließlich ein Miraculous zerstört wird, hört der Kwami nicht auf zu existieren. Er kehrt daraufhin einfach zu seinem natürlichen Zustand, zu seiner abstrakten Form zurück. Aber die Akkumatisierung eines Menschen kann Auswirkungen auf die Kwami haben. Wenn der Träger eines Miraculous verwandelt wird, hat sein Kwami einen hohen Grad an Widerstand gegen die Angriffe eines Akkumatisierten. Als Cat Noir vom Dislocateur akkumatisiert und dann von Ladybug gerettet wird, erinnert er sich an nichts mehr, wohingegen Plek sich an alles erinnert. In diesem Fall wird der Kwami nur sehr geschwächt sein und muss sich erholen und wieder an Stärke gewinnen. Anders verhält es sich, wenn der Träger akkumatisiert und entakkumatisiert wird, ohne zuvor entakkumatisiert worden zu sein. In diesem Fall erleidet der Kwami die gleichen Auswirkungen wie der Träger. So werden in der Episode Oblivio Ladybug und Cat Noir von Oblivio akkumatisiert. Dann werden sie im Aufzug entakkumatisiert und verlieren ihre Erinnerung. Auch Tiki und Plek haben daraufhin ihre Gedächtnisse verloren. Kommunikation mit Menschen. Wenn der Träger des Miraculous in einen Superhelden verwandelt wird, kann ein Kwami nicht mehr mit ihm kommunizieren. Er bleibt sich jedoch der Handlungen seines Trägers bewusst. Er kann mit ihm sprechen, sobald der Träger, wie Ladybug oder Cat Noir, sich in einen Menschen zurückverwandelt hat. Andere Mächte der Kwami. Obwohl sie klein sind, können Kwami ein Vielfaches ihres Gewichts tragen. Sie können flüssige und feste Elemente durchdringen. Zum Beispiel kann ein Kwami einen Tresor passieren. Sie sind außerdem in der Lage zu fliegen, selbst in sehr großen Höhen.
Der wundertätige Träger kann, einmal verwandelt, Temperaturen bis zum absoluten Nullpunkt überleben. Grenzen der Macht der Kwami. Der Einsatz einer besonderen Kraft durch einen Träger schwächt seinen Kwami leider enorm. Etwa 5 Minuten später ist der Kwami gezwungen, sich zurückzuverwandeln. Nach dieser Verzögerung ist der Kwami leider nicht mehr stark genug, um die Transformation aufrechtzuerhalten. Der Kwami muss sich wie ein Mensch von Essen und Trinken ernähren, um wieder zu Kräften zu kommen. Außerdem haben die Kwami nicht die Möglichkeit, den Namen ihres Trägers den anderen Kwami und den anderen Miraculous-Trägern zu verraten. Eine Art magischer Zwang hindert sie daran, dies zu tun. Wenn sie also versuchen, den Namen ihres Trägers preiszugeben, zerplatzen ihnen Blasen aus dem Mund. Ebenso ist es den Kwami nicht erlaubt, den Namen des Wächters der Miraculous preiszugeben. Das geheimnisvolle Grimoire. Das sind meine Miraculous, meine! Ich bin die Hüterin, ich bin die Königin! Das geheimnisvolle Grimoire enthält Informationen über Miraculous und deren Träger. Wusstet ihr das? Es enthält auch Rezepte für Zaubertränke. Indem sie etwas trinken oder konsumieren, das den Trank enthält, können die Kwami ihre Form und ihr Aussehen verändern. Das wirkt sich natürlich auch auf den Träger aus. Sein Aussehen wird sich ändern und er wird besondere zusätzliche Kräfte erhalten, wenn das Kwami vorher einen Trank eingenommen hat. Jeder Trank liefert eine bestimmte Kraft. Es gibt 7 davon: hellblau, grün, gelb, orange, rosa, rot und violett. Leider sind nur die Kräfte von 2 Tränken bekannt. Der hellblaue Trank ist mit dem Eis verbunden. Entweder wachsen im Körper der Kwami 3 Eisfragmente oder ein Teil des Körpers des Kwami verwandelt sich in ein Sechseck. Die Kwami können dann ihrem Träger spezifische Kräfte verleihen. Tiki, Stalaktiki und Plek, Gletscherplek, profitieren davon. So kann Ladybug Schlittschuhe benutzen. Der grüne Trank symbolisiert eine Macht mit Wasser. Die Beine der Kwami werden durch Fischschwänze ersetzt, während ihre Hände durch Flossen ersetzt werden. Der Kwami kann dann auch hier seinen Träger mit neuen Kräften ausstatten. Tiki, Aquatiki und Plek, Aquaplek haben davon profitiert. So ist Ladybug dank der Flossen in der Lage, unter Wasser zu atmen und zu schwimmen. Die Kräfte der Kwami können durch einen Träger zusammengefügt werden. Ist es möglich, mehrere Miraculous auf einmal zu tragen? Der Träger kann so viele Miraculous zusammenlegen, wie er will. Je mehr Miraculous er jedoch zusammenlegt, desto schädlicher könnten die Folgen für seine geistige und körperliche Gesundheit sein. Marinette wird zu Multinoir. Fusion von Mullo und Plek, Multi-Rouge, Fusion von Mullo und Trix und Multi-Bug, Fusion von Mullo und Tiki. Multinoir zum Beispiel kann so die Kräfte von Mullo und Plek vereinen. Marinette wird durch die Verschmelzung der Kräfte von Sass, Miraculous des Drachen und Tiki zum Drachenkäfer. Adrien wird zur schwarzen Schlange, indem er die Kräfte von Sass und Plek zusammenführt. Um 2 Mächte zu verschmelzen, muss der Träger zuerst die Namen der beiden Kwami sagen. Dann muss er, während er alle Finger kreuzt, die Handflächen verbinden und Amalgam sagen. Um die Fusion zu stoppen, muss der Träger zuerst die Namen der beiden Kwami sagen und dann Trennung. Ebenso kann der Träger so viele nicht aktivierte oder aktivierte Miraculous tragen, wie er möchte. Nicht aktiviert bedeutet, er hat sich nicht verwandelt, er trägt nur die Miraculous bei sich. Übrigens, laut Meister Fu ist Marinette die erste Superheldin, die nach dem Tragen so vieler Miraculous aus dieser Situation völlig unversehrt herauskam. Diese Kwami können Marinette und Adrien theoretisch nutzen. Das war knapp. Noro, der Kwami der Übertragung. Er lebt in der Brosche des Trägers und sein Träger bezieht seine Kraft aus Schmetterlingen. Trix. Der Kwami der Illusion. Dieser lebt im Anhänger des Trägers. Sein Superheld vereint die Kräfte des Fuchses. Duzu, der Kwami der Emotionen. Er lebt in der Brosche des Trägers. Der Träger wird zum Superhelden mit dem Thema Pfau. Fussel, der Kwami der Evolution. Dieser lebt in der Taschenuhr des Trägers, sodass er zum Superhelden auf dem Gebiet des Kaninchens werden kann. Sess, der Kwami der Intuition. Dieser lebt im Ouroboros-Armband des Trägers, sodass der Träger zum Superhelden des Themas Schlange wird. Plek, der Kwami der Vernichtung. Der Kwami lebt im Ring seines Trägers, um ein Superheld zum Thema der schwarzen Katze zu werden. Waze, der Kwami des Schutzes. Letzterer lebt im Armband des Trägers. Sein Träger wird zum Superhelden des Themas Schildkröte. Pollen, der Kwami der Herrschaft.
Dieser lebt im Kamm des Trägers, sodass der Träger zum Superhelden mit dem Thema Biene wird. Mullo, der Kwami der Multiplikation. Dieser lebt im Anhänger des Trägers, sodass der Träger zum Superhelden wird, welcher dem Tier Ratte angehört. Lang, das ist der Kwami der Vollkommenheit. Er lebt in der Halskette des Trägers. Sein Träger wird zum Superhelden mit den Kräften des Drachen. Xupu, das ist der Kwami der Unruhe. Dieser lebt in der Krone des Trägers, sodass der Träger in einen affenähnlichen Superhelden verwandelt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marinette und Adrien nicht auf ihre Kwami angewiesen sind und sich mit jedem Kwami verbünden können. Sogar die Kombination aus mehreren Kwami und Miraculous ist möglich, birgt aber Gefahren in sich. Es ist interessant zu sehen, wie Marinette oder Adrien mit anderen Verwandlungen aussehen würden, da wir sie größtenteils nur als Ladybug oder Cat Noir kennen. Gleichzeitig ist diese lange Verbindung mit ihren Kwami auch ein Zeichen dafür, dass Kwami zu unseren Freunden werden können und nicht nur dafür gebraucht werden, um gegen Bösewichte zu kämpfen. So ist es schwer, sich Marinette ohne Tiki oder Adrien ohne Plek vorzustellen. Glaubt ihr, dass Marinette und Adrien ihren Kwami stets treu sein werden oder dass ein unvorhergesehenes Ereignis die beiden sogar dazu zwingt, dass sie auf Tiki und Plek verzichten müssen, um sich dauerhaft mit anderen Kwami zu verbünden? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!